Aufzeichnung läuft. Alle sind stumm. Der Lutz ist auch da. Hallo Lutz. Hi. Hast du dich gerade angeschaltet? Hm. Lutz, nee. Aha. Schön mit deiner Webseite hinten drin. Das sieht gut aus. Ja, meckern, Alles klar, dann starten wir mal. Also. Hallo, meine Freunde. Heute unser nächster Experten-Zoom-Call mit Roman Popp. Und unser Thema ist heute effektiv Netzwerken und unser Elevator-Pitch-Training. Und Roman Popp kenne ich jetzt so seit ungefähr 10 Jahren. Und wer mal das Thema Netzwerken oder Netzwerkaufbau sich damit beschäftigt, kommt, glaube ich, an den Namen Roman Popp nicht vorbei. Roman ist für mich oder wohl auch der erfolgreichste Netzwerker Mitteldeutschlands, Buchautor mit 2 geschriebenen Büchern zum Thema Netzwerken und unter anderem auch Seminarveranstalter, wo ich jetzt zum Beispiel in Dresden und Leipzig dabei war bei der Empfehlungsexplosion. Ein Seminar, wo aktiv das umgesetzt wird, was er in den Büchern schreibt, also sehr, sehr zu empfehlen. Unter anderem ist er dann auch noch Mitbegründer von verschiedenen Mastermind-Clubs in verschiedenen Städten. Und dazu können wir nachher noch mehr reden. Jetzt werde ich erst einmal kurz meinen Bildschirm teilen und euch Roman nochmal vorstellen. So. Hey, du bist die schönste Frau hier in diesem Club. Ich dürfte hier der intelligenteste Mann sein. Wollen wir auf Basis dessen was trinken, uns kennenlernen und eine Familie planen? Das habe ich mit 19 ein Mädel gefragt. Es war nicht zielführend, aber logisch. Autismus bedeutet Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen und in der Kommunikation. 2012 kam ich nach Leipzig und habe eine Facebook-Gruppe für Neubürger gegründet, in der heute 7000 Mitglieder. Weil mein Fokus mehr auf Sachinformationen als auf Smalltalk liegt, konnte ich für andere nicht nur Freundschaften herstellen, sondern Arbeitsstellen oder Wohnungen vermitteln. Daraus entstanden tatsächlich Ehepaare und sogar Kinder. Damals habe ich für einen Energiebetrieb gearbeitet, der pleite ging. Also war ich arbeitslos, aber hatte Zeit und das Bedürfnis, meinen ehemaligen Kunden zu helfen. Nicht zurückbringen, jedoch neuen Umsatz mit denen. Dabei habe ich bemerkt, dass es so viel einfacher ist, Umsatz für andere zu bringen, als Kunden für mich. 2014 hätte ich über 1 Million Euro durch meinen. Zunächst kamen die Sprüche: Na, du Empfehlungsmillionär und das alles provisionsfrei. Und bald hieß es: Jetzt mal wirklich. Der erfolgreichste Netzwerker in Leipzig. Wie machst du das? Kann ich das von dir lernen? Also habe ich mich zum Business Trainer ausbilden lassen und bin durch die halbe Welt gereist, um von den besten Mentoren zu lernen. 2017 kam der Umzug an Selbstinstitut. Baut man sich aus dem Nichts, auch ohne Facebook, war das schwieriger als erwartet. Doch mit meiner ersten eigenen Veranstaltung war der Knoten geplatzt. Zum Jahresende 500 Kontakte, 600.000 Euro Umsatz. Wie ich das geschafft habe, beschreibe ich in meinem noch einmal zurückkommen. Da sind wir wieder. Roman, schön, dass du heute dabei bist. Die Frage am Anfang: Warum ist Netzwerken für uns denn heutzutage so wichtig? Ich überlasse dir jetzt die Bühne und freue mich auf die nächsten 45, 60 Minuten, so wie wir das halt schaffen.
Jawohl, danke René. Ich habe den René gebeten, diesen kurzen Imagefilm von mir einzuspielen, weil ich dazu tendiere, das, was dort in 2 Minuten gesagt ist, sonst in einer halben Stunde zu erzählen. Und mit Respekt vor eurer Zeit haben wir es damit ein bisschen abgekürzt. Ich gehe mal davon aus, dass die Videoqualität bei euch jetzt genauso lückenhaft angekommen ist wie bei mir. Ich sehe ein Nicken. Und ja, wenn ihr meinen Namen in YouTube eingebt, werdet ihr das Video auch da noch einmal finden. Ich starte an dieser Stelle, auch jetzt mein eigenes Facebook Live und laufe dann damit jetzt auch parallel. Gut. Also, auch an dieser Stelle erstmal hallo zum Facebook-Live-Video. Wir sind hier gerade auf 2 Kameras, Zoom und Facebook gleichzeitig. Wenn ich also nicht in die Facebook-Kamera schaue, sondern nach oben, ist das nicht unhöflich, sondern naturbedingt. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Webinar, was hauptsächlich über die Design-Community läuft. Effektiv Netzwerken und insbesondere Elevator Pitch ist das Thema des heutigen Experten-Calls. Kurz zu mir. Wie schon im Imagefilm gerade gesagt, ich bin mit autistischen Zügen geboren. Das wurde vor einigen Jahren bei mir festgestellt und habe um mich herum bemerkt, irgendwie ist die Welt anders als ich. Und irgendwie ist das, was um mich herum passiert, für mich nicht ganz verständlich, weil ich nur das Logische sehe und die Emotionen nicht sehe. Und das hat dazu geführt, dass die Dinge, die ich nicht verstehe, dass ich mich hineindenke in andere Personen, wie würde ich dein Leben führen, wenn ich du wäre? Wie würde ich diese Frau kennenlernen, wenn ich du wäre? Wie würde ich das Business führen, wenn ich du wäre? Und somit kann ich mich unheimlich schnell in andere Menschen hineindenken auf der rein rationalen, sachlichen, logischen Ebene. Das, was dabei rumkommt, ist für viele auf der einen Seite passt gar nicht, aber auf der anderen Seite auch, dass mir Menschen sagen, wow, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Es ist sehr wertvoll, einen Blick zu haben von einer ganz anderen Perspektive, wo alle Emotionen ausgeklammert sind. Und wenn ich bei einem Unternehmerfrühstück bin, zum Beispiel bei einem Verband, der sich jede Woche um 7 Uhr zum Frühstück trifft und mir anhöre, wie sich dort andere präsentieren, gucke ich mir das an und denke mir für meinen Teil, damit wirst du ganz bestimmt nicht empfohlen, weil Informationen fehlen, die wichtig sind. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich da mit meinem Feedback etwas runterschraube, weil das will auch nicht gar nicht jeder, auch gar nicht jeder ungefragt hören. Und das ist, wofür ihr euch heute entschieden habt, dass ihr eine methodische Sicht auf das Thema Elevator Pitch bekommt. Ja, und das wird uns in den nächsten vielleicht 60 Minuten erwarten. Es ist ein Workshop, den ich ansonsten eher in 4 Stunden gebe. Also es ist ein Ausschnitt aus einem Workshop. Und ihr wisst, was zum Ende von so einem Gratis-Webinar immer kommt? Die Verkaufsveranstaltung. Ha, und wisst ihr was? Lasst uns das doch gleich an den Anfang nehmen. Denn René und ich, wir haben uns entschieden, wir haben gar nichts zu verkaufen. Ja, ich habe ein Seminar, aber wahrscheinlich ist es gar nicht in eurer Nähe. Deswegen könnt ihr gerne hinkommen. Das ist die Empfehlungsexplosion, findet in einer Woche in Dresden statt. Damit ist der Verkaufsteil vorbei. Ansonsten gibt es ein Buch und das müsst ihr auch nicht kaufen. Das bekommt ihr am Ende sogar geschenkt. Ich sage euch, wo es das gibt. René, willst du noch irgendwas verkaufen? Gebrauchte Sommerreifen oder so? Nee, gut. Damit ist der Verkaufsteil vorbei und wir können uns auf die Latte konzentrieren. Gut? Also, der Elevator Pitch. Zunächst einmal kurz die Geschichte. Was ist ein Elevator Pitch? Wie ist der entstanden? Ich liebe die Geschichte davon. Ein junger, motivierter Mitarbeiter von einer New Yorker Firma, von einem New Yorker Großkonzern, hatte eine fantastische Idee, wie er seine Abteilung umstrukturieren kann, dass sie viel effizienter läuft. Doch sein Chef hatte keine Zeit für ihn. Er wollte ihn nicht hören. Und weil es keine E-Mails gab etc., so hatte er keine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Und eines Tages trifft er beim Aufzug den Konzerninhaber. Ich habe da so ein Bild im Augen von einem großen Hochhaus, wo es da 30 bis 50 Etagen nach oben geht. Und so ist dieser junge, motivierte Mitarbeiter und steht vor diesem Aufzug neben dem Big Boss
Und er hat zwei Möglichkeiten. Er schweigt und ist schüchtern oder er setzt alles auf eine Karte. Er sagt, was er sagen möchte. Und der Legende nach hat er es in nur 60 Sekunden geschafft, diesen Konzernboss zu überzeugen von seinen Ideen. Darauf wurden seine Ideen nicht nur umgesetzt und angewandt, er hat sogar die Stelle bekommen von seinem damaligen Vorgesetzten. Der Elevator Pitch ist bekannt geworden, weil ihn gerade Startups dann übernommen haben, um in wenig Zeit Investoren zu überzeugen von dem, was das Startup machen möchte. Investoren haben wenig Zeit, ja mittlerweile möchte man sagen, alle haben wenig Zeit und deswegen ist der Elevator Pitch so wichtig. Grundsätzlich kann man den Elevator Pitch in zwei Gruppen aufteilen von Adressaten. Entweder richte ich den Elevator Pitch direkt an denjenigen, der zuhört, dass derjenige von uns kauft, oder spiele ich über Bande und suche ich jemanden, der mich weiterempfiehlt, oder trainiere ich denjenigen, der mir gerade zuhört, dass er mich weiterempfiehlt. Und das sind schon mal zwei völlig unterschiedliche Ansichten. Meine Empfehlung ist eindeutig das Zweite. Ich hatte gestern ein Business Lunch hier in Dresden und dort stelle ich immer die Frage, wie viele von euch haben ein spannendes Produkt, haben eine spannende Dienstleistung, haben etwas anzubieten? Bitte mal die Hand hoch. Und was meint ihr, was passiert? Alle Hände gehen nach oben. Wir waren so 23 Leute gestern. So, sage ich, super, danke. Und jetzt die Gegenprobe. Wie viele von euch sind heute hier mit der festen Überzeugung, etwas einzukaufen? Wer hat den großen Geldkoffer dabei? Und irgendwie, eine hatte vielleicht nicht zugehört oder so und meldet sich. Ich sage, super, das ist sie. Das ist die Frau mit dem Geldkoffer, alle auf sie. Und sage ich, ja, merkt ihr, wir haben hier ein kleines Missverhältnis. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Regel beim Netzwerken überhaupt und gilt nach meinem Empfinden auch für den Elevator Pitch. Verbrenn dir bitte nicht dein Netzwerk, indem du die Leute um dich herum sofort zum Kunden akquirieren möchtest. Jetzt kommt ein bisschen Achterbahn. Ich stehe nämlich auf und gehe mal zum Flipchart. So. Und schon ist das Kabel kürzer als erwartet. So, kriegen wir das hin. Jo, okay. Kopf ist drauf. Na, so können wir arbeiten. Gut. Also, zunächst einmal, wie viele von euch haben einen Xing-Account? Kann ich mal sehen, bitte? 1, 2, 3, 4, quasi alle. Ihr kennt das von Xing, von der Startseite. Hier bist du. Kann man das lesen? Blau auf weiß? Kann man das lesen? Oder? Nein, nicht so. Dann geht man näher ran. Hab noch einen schwarzen Stift, der ist wahrscheinlich besser, aber auch das dürfte was ausmachen. So, schwarzer Stift. Du. Hoffentlich besser. Fantastisch. Okay. Und jetzt wird in Xing angezeigt, wie viele Kontakte du hast. Bei mir ist das irgendwie so 1.300, ich bin da noch recht bescheiden. In Facebook habe ich 3.000 und das ist der zweite Kreis. Hier meine andere Zahl. Es gibt vom Bundesamt für Statistik eine Studie, dass ein Mitteleuropäer 250 Kontakte hat. Da kann ich drüber lachen, da kann René drüber lachen, ihr wahrscheinlich auch. Wir haben viel, viel mehr. Und diese 250 Kontakte sind ein Mittelwert. Meine Mutter hat ein bisschen weniger als ich, meine Großmutter hat noch ein bisschen weniger als ich. Nehmen wir diese Zahl mal einfach. Das sind die Kontakte erstmals. Und dann gibt es noch hier eine weitere Zahl in Xing und die wird verdammt hoch. Xing berechnet den Algorithmus, wie viele Kontakte haben unsere Kontakte. Ich nehme mal die Zahl 250 und jetzt kennen wir ja teilweise dieselben Leute. Zum Beispiel Peter, großartig, dass du im Webinar dabei bist. René und ich, wir kennen dich beide. Also sagen wir mal, dass diese 250 Leute teilweise dieselben Leute kennen. Und wir rechnen das einmal ganz
energisch runter, dass es nur 100 gibt. Also unsere 250 Kontakte, die wir haben, haben jeweils 100 Kontakte, die die anderen nicht kennen. 100 frische Kontakte. Und das ist relativ leicht zu rechnen. 250 mal 100 sind 25.000. An dieser Stelle nochmal ein Gruß an die Facebook-Zuschauer, sind nämlich gerade auch immer mehr. Boah, 13, super. Facebook-Zuschauer, es ist technisch bedingt, dass ihr das in Spiegelschrift seht. Das ist leider nicht zu ändern, aber ich sage ja genau, was ich anschreibe, dass auch ihr dabei sein könnt. Ansonsten, wer von den Facebook-Zuschauern auf mein Facebook-Profil klickt, wo ich die heutige Webinarreihe ankündige, darunter ist ein Link vom Zoom-Call, wo die anderen drin sind. Da wäre die Möglichkeit, noch zu wechseln, dass ihr ja dann auch gesehen werden könnt und Anzeichen geben könnt und mich auch ohne Spiegelschritt seht. Natürlich nur für die Live-Zuschauer, wer das morgen in der Aufzeichnung sieht, lauscht meinen Worten. Okay, also wir haben als Zahlenbeispiel 250 direkte Kontakte und 25.000 indirekte Kontakte. Jetzt, was der Anfänger macht, und zwar auf jeder Plattform, ob das jetzt Kaltakquise ist, ob das Netzwerkveranstaltung ist, teilweise auch im Online-Bereich. Ich hatte gestern so eine Erfahrung, hey, wie viele von euch bekommen gelegentlich Spam-Nachrichten? Kann ich mal sehen, bitte? Ja, alle? Wie viele freuen sich darüber? Kann ich mal sehen, bitte? Hoppala, gar keiner. Ja, und da habe ich dann eben gestern so jemanden festgestellt, der hat mich über LinkedIn angeschrieben. LinkedIn bin ich sehr selten drin, schreibt also Massenmails raus. Hallo, siehst mich? Hallo, Herr Topp, ich möchte mich gerne mit Ihnen verbinden. Hier ist meine Handynummer, rufen Sie an, wenn Sie Automatisierung haben wollen. Das ist nicht nur mit der Tür ins Haus fallen, das ist mit der Tür das ganze Haus einrennen und das Haus abreißen. Und sowas nennt er dann eine Automatisierung. Habe ich ihm erstmal den Spiegel vorgehalten, wie sinnfrei das ist, insbesondere wenn das ein Facebook-Kontakt von mir ist, der mich da schon duzt und auf einmal wieder auf das Sie umschwenkt. Bei Kontakten ist die Qualität viel wichtiger als die Quantität. Und genau mit so einer Aktion verbrennt man sich seine Kontakte. Also, was ein Anfänger macht, ist deinen direkten Kontakten etwas verkaufen wollen. Willst du meinen Workshop kaufen? Willst du mein Coaching kaufen? Willst du meine Automatisierung kaufen? Will keiner hören. Die Quote in der Kaltakquise ist, wenn man mit 100 Leuten spricht, dann haben 10 Interesse und einer kauft. Ne? Kennt ihr die Quote? Da hat früher mein Chef immer gesagt, Gesetz der großen Zahl, musst halt mehr Leute anrufen. Bei 250 Kontakten sind das 2 bis 3. Deswegen ist es so sinnvoll, die Leute direkt anzugehen. Wenn ihr in einem Raum seid und dort mit vielen Leuten einen Elevator-Pitch macht, wenn ihr wie gestern bei diesem Business-Lunch mit 23 Leuten im Raum seid, dann haben vielleicht 2 Interesse an dem, was ihr tut, also Kunde zu werden, und 0,2 kaufen. Was ist das? Gar nichts. Deswegen ist es viel klüger, dass ihr euch Mühe gebt, die 250 Leute zu euren Multiplikatoren zu machen. Dass ihr euch die Türe öffnen zu deren viel größeren Netzwerk. Denn bei 25.000 sind 10% 2.500 und 1% sind 250. Was wollt ihr lieber? 0,2 oder 2 bis 3 oder 250? Und das ist es, was wir nach meiner Empfehlung beim Elevator Pitch tun sollten. Ich werde darauf mehrfach eingehen, wie wir einen Zielkunden einbauen. Gut, ich nehme eine frische Seite, wie ein Elevator Pitch aufgebaut wird. Und zwar das erste, recht trivial, ich schreibe mal Start. Total überraschend. Wir machen erst einen einfachen Start und am Ende, wenn wir noch Zeit haben, wir werden sicher noch Zeit haben, ich werde euch viele Beispiele nennen,
kommt am Ende ein galanter Start. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, weil stellt euch vor, ihr seid jetzt bei einer Unternehmerveranstaltung wie bei meinem gestrigen Business Lunch und da sind dann 23 Leute und die sagen, guten Tag auch von mir, guten Tag auch von mir, guten Tag auch von mir, guten Tag auch von mir. Also irgendwann, wenn ich das zum ersten Mal gehört habe, ich könnte mit Rührei schmeißen. Wenn aber ein cooler, überraschender Einstieg kommt, man nennt das einen Pattern Interrupt, etwas Unerwartetes kommt, dann ist auf einmal die Aufmerksamkeit da. Also, zunächst kommt der Start. Danach Name und Firmenname. Danach sagen wir unser Angebot. Das sind drei Punkte, die ich in dieser Reihenfolge empfehle. Ich nehme mal eine andere Farbe. Das ist hoffentlich noch zu sehen. Jetzt kommen drei Punkte, die man in der Reihenfolge variieren kann. Ich gehe nachher Schritt für Schritt durch und nenne euch Beispiele. Erst die Struktur, dann die Inhalte. Okay? Weil Angebote jeder hat und wir auffallen wollen, kommt dann ein Alleinstellungsmerkmal. Zu Englisch, in Englisch USP, die Unique Selling Proposition. Erst kommt die Schublade, wo wir einsortiert werden und dann wollen wir in dieser Schublade ganz oben drauflegen. Ich schreibe also USP und mache hier vielleicht mal so ein kleines Kreuzchen davor, dass ihr jetzt merkt, bei diesem Teil ist die Reihenfolge egal. USP für Unique Selling Proposition. Und dann, ganz wichtig, den Nutzen des Ganzen. Rede nicht in Merkmalen, rede in Vorteilen. Was bringt das Ganze? Gleich kommen Beispiele. Und, wie vorhin schon erwähnt, an wen richte ich das Ganze? Wer ist mein Zielkunde? Bei diesen dreien ist die Reihenfolge egal. Bis hierhin. Ich mache erstmal einfach. Guten Abend, mein Name ist Roman Topp von Topp Consult. Ich habe das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltungen verfasst. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es praktisch alle Phasen einer Netzwerkveranstaltung durchgeht. Das führt dazu, dass man dabei die richtigen Menschen kennenlernt, mit denen Kooperationen aufbauen kann, die zu Empfehlungen führen, was der einfachste und beste Weg zu Kunden ist. Dieses richtet sich insbesondere an Menschen, die häufig zu Netzwerkveranstaltungen gehen, also die in organisierten Verbänden sind, wie dem BVMW oder dem BNI. Bis hierhin, das sind die drei Punkte. Das Buch, wie gesagt, könnt ihr herzlich gerne bei Amazon kaufen. Ich werde es euch aber auch schenken. Ihr erfahrt nachher, wo es das gibt. Ich kann aber auch hier bei diesen drei Punkten die Reihenfolge verändern. Ich kann da auch sagen, guten Abend, mein Name ist Roman Topp von der Business Networking Academy. Ich habe das Seminar Empfehlungsexplosion geschaffen. Dieses richtet sich insbesondere an BNI-Mitglieder. Es ist ein praktisches Umsetzungsseminar, was dazu verhilft, sich besser im Unternehmerfrühstück zu präsentieren und das Netzwerk zu erweitern. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass man dort direkt zu Kontakten kommt und mit den anderen Seminarteilnehmern gleich dort Empfehlungen austauschen kann, was dazu führt, dass man bereits Kundentermine aus dem Seminar mitnimmt. Also die Reihenfolge ist jetzt genau andersrum und man kann es auch so machen. Wenn ich hier enden würde, würde nichts passieren. Denn der nächste Schritt ist etwas ganz Wichtiges, wieder in Schwarz. Das ist in Englisch der Ja.
der Call to Action, zu Deutsch der Handlungsaufruf. Was soll man jetzt bitte für mich tun? Wenn ihr jemanden kennt aus besagten Verbänden, der mehr Empfehlungen haben möchte, dann empfiehlt das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltung erhältlich unter www, sage ich euch nachher noch. Oder dann gebt in YouTube den Begriff Empfehlungsexplosion ein und ihr werdet dort Videos dazu sehen. Wenn das fehlt, ist es nicht Grund. Was soll man für wen tun? Was soll man für euch tun? Ja, und das Ganze schließt dann noch einmal mit dem Namen, dass ihr am Ende noch einmal euren Namen wiederholt. Warum am Ende? Was am Ende gesagt wird, das bleibt am meisten im Gedächtnis. Und dazu könnte man dann auch noch ein Motto. Wenn man eins hat, ist es super, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Okay. Also, Schritt für Schritt. Start noch einmal einfach. Wir haben jetzt ja 7:30. Also, guten Abend. Mein Name ist Roman Topp von der Firma Topp Consult, von der Business Network Academy, vom Mastermind Club, eben das, was ich gerade pitchen möchte. Dann kommt unser Angebot. Und das Angebot, das muss verständlich sein. Wenn ihr dort etwas sagt, was die anderen nicht greifen können, dann seid ihr da schon raus. Also lieber dort etwas Einfaches, etwas Plakatives. Ich bin Energieberater. Ich bin Experte für Online-Marketing. Ich bin Steuerberater. Und danach die Besonderheiten, beziehungsweise auch gerne erst was anderes und dann später. Das Alleinstellungsmerkmal sollte aber kommen. Was macht ihr anders als andere? Und anders als andere, das heißt jetzt nicht, dass ihr damit der Einzige auf der ganzen Welt seid. Es heißt nur etwas anders machen als andere. Wenn ihr nun einen Beruf habt, der ultra selten ist, also wie viele Networking-Trainer kennt ihr? Das werden nicht so viele sein. Dass ich jetzt sage, dass ich auch noch darunter besonders bin, weil ich autistische Züge habe oder so etwas, wäre in meinem Falle minder relevant. Wenn ihr aber jedoch Finanzdienstleister seid, nur wovon es noch ein paar andere gibt, dann solltet ihr euch schon Gedanken machen, was in eurem Profiling euch ausmacht. Beim Nutzen geht es um den Kundennutzen, nicht um den Produktnutzen. Es geht um Vorteile, nicht um Merkteile. Dazu ein Beispiel. Ich habe, bevor ich das für mich alles ein bisschen sortiert habe, habe ich ja auch viel Lehrgeld bezahlt. Übrigens, das Buch ist ein Buch des Scheiterns. Ich rede über alle Fehler, die ich mal gemacht habe, lest es aus dieser Perspektive. Deswegen ist es auch recht unterhaltsam. Ich habe mal 2013, da habe ich noch Energie vertrieben, auch LED-Beleuchtung, kam ich mal an zum Unternehmerfrühstück, hatte auch was dabei, eine LED-Röhre, habe gesagt, guck mal, ich habe eine LED-Röhre dabei. Ich bin Roman Topp, Firma, ja, ist auch schon Topp-Consult, Roman Topp von Topp-Consult, ich bin Energieberater, ich habe LED-Beleuchtung und diese LED-Röhre passt in eine konventionelle T9-Fassung. Ich habe sie in 3000, 4000 und 5500 Kelvin als 24 und 30 Watt Variante, ist mit einem KVB kompatibel, mit einem EVB kann man es umverdrahten, geht auch. Wenn ihr jemanden kennt, der sowas sucht, das wäre eine tolle Empfehlung für mich. Ja, wenn ihr jetzt etwas technischen Background habt, dann habt ihr rudimentär verstanden, was ich sage. Die anderen sagen, what the fuck, so scheiß brauche ich nicht, richtig? Wenn ich aber sagen würde, guck mal, ich habe hier eine LED-Röhre. Die passt in die Fassung von einer konventionellen Neonröhre. Ich habe sie in einem angenehmen Warmweiß fürs Wohnzimmer, in einem ganz normalen Neutralweiß fürs Arbeitszimmer und in einem Tageslichtweiß, was zu mehr Energie und Vitalität am Arbeitsplatz führt.
spart 70% der Energiekosten. Das ist 1 Cent pro Stunde und 500 Euro im Laufe der Lebensdauer. Passt in jede Fassung. Besser? Und das ist es, was viele falsch machen. Sie reden in einem technischen Nutzen, den viele nicht verstehen und den auch keiner sieht. In dem Seminar und auch im Privatcoaching und auch im Mastermind-Club, und das könnt ihr auch jeder für euch selber machen, gibt es eine Tabelle, die ist ganz einfach, eine Tabelle, linke Spalte, rechte Spalte. Für die Facebook-Zuschauer, linke Spalte, rechte Spalte, Spiegelbarkeit. Und schreibt dort drauf, von oben nach unten, was sind die Vorteile für euer Produkt? Und auf die andere Seite schreibt ihr denn, was ist denn wirklich der Vorteil? Was steckt dahinter? Dazu Beispiele. Ich frage im Seminar immer, brauchen Menschen Bohrmaschinen? Wer von euch sagt, Menschen brauchen Bohrmaschinen? Einer? Zwei? Okay, danke. Die sich nicht gemeldet haben, haben recht. Denn kein Mensch braucht eine Bohrmaschine. Die Menschen, die wollen keine Bohrmaschinen, sie wollen das Loch in der Wand. Welchen nickt? Und das ist trotzdem falsch. Sorry, war eine Fangfrage. Niemand will Löcher in seinen Wänden haben. Jetzt könnte ich hier wieder Achterbahn machen und hier mal in meinen Raum filmen. Hier ist nirgendwo, ist hier ein Loch in der Wand. Die Menschen, die wollen keine Löcher in den Wänden, sie wollen, ich mache mal ein einfaches Beispiel, sie wollen eine Lampe aufhängen. Wollen sie die Lampe aufhängen? Nein, sie wollen das Licht. Wollen sie das Licht? Nein, sie wollen um 19.35 Uhr ein Webinar geben. Wollen sie das Webinar geben? Nein, sie wollen den Kasten Bier, den René versprochen hat, wenn ich ein Webinar gebe. Also, nee, Scherz. Also, was ist der Nutzen dahinter? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte im Seminar einen Teilnehmer, der hat eine Voice-over-IP-Telefonlösung. Ein schweinelangweiliges Produkt. Da haben wir uns die Frage gestellt, wer braucht Voice-over-IP-Telefonie? Was ist der Nutzen davon? Ja, man muss damit nicht im Büro arbeiten, man kann damit auch zu Hause arbeiten oder meinetwegen im Hotel oder am Strand oder auf Hawaii oder wo auch immer. Für wen ist so etwas spannend? Für ITler, für Programmierer, für diejenigen, die gar nicht in einer Firma arbeiten wollen. Und das sind teilweise hochbegabte Fachkräfte. Also wird die Voice-over-IP-Telefonie über das Arbeiten zu Hause und im Ausland zum Lösungsansatz für das Fachkräfteproblem. Wer will Voice-over-IP-Telefonie? Wer will Fachkräfte? Oh. Kennt ihr die russischen Matrioschkas, wo noch immer irgendetwas drin ist? Genauso dürft ihr euch das vorstellen mit dem Kundennutzen. Also, wer es mitmachen möchte, ganz einfache Übung, müsst ihr nicht zum Seminar kommen, Tabelle. Was ist der Produktnutzen? Was ist der Kundennutzen? Oder anders formuliert, was ist das Merkmal? Was ist der Vorteil? Was hat man davon? Damit weiter zum Zielkunden. Zielkunde wäre jetzt auch wieder ein Workshop von 3 bis 4 Stunden, das Wichtigste zusammengefasst. Anhand eines reellen Beispiels. Ich bin auf einer Netzwerkveranstaltung, das war eine WVMWA-Veranstaltung. Ich lerne neue Leute kennen, spreche sie an, wie ich jeden anspreche. Hallo, was macht denn ihr Schönes? Und die beiden sagen mir, wir gestalten Webseiten. Sag ich, cool. Für wen? Naja, für grundsätzlich jeden. Die Standardantwort. Leute, ihr sprecht hier gerade mit einem der bestverletzten Menschen von Leipzig. Also ich war Leipziger damals. In meinem Handy sind so 1700 Namen. Ich würde euch gerne helfen, aber wie erkenne ich denn einen Kunden für euch? Für wen genau macht ihr die Webseiten? Naja, für jeden, der eine alte Webseite hat und eine neue Webseite haben möchte. Das macht es ja viel besser. Ne? Ich gucke mal auf die Stirn. Steht hier irgendwo, suche neue Webseite?
Ich erkenne das doch nicht. Woher soll ich denn wissen, wie eine neue Webseite haben möchte? Und ich frage weiter, macht euch denn irgendwas besonders? USP. Macht euch irgendwas besonders? Macht ihr was anderes als andere? Na klar, wir kommen frisch von der Uni und setzen die neueste Technik ein. Und sein Kumpel ergänzt ihn, ja, und bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Was sagen denn die anderen? Wir machen 80er Jahre Homepages mit QBasic und der Kunde ist bei uns der Pfosten da hinten in der Ecke. Das sagt doch jeder. 5 Euro ins Phrasenschwein. Wir haben dann im Seminar ermittelt, dass was sie wirklich gut können, wo das Herz wirklich für schlägt, ist Instagram-Accounts zu pushen. Instagram-Marketing und das am liebsten für Luxushotels. Jetzt kann man geistig durchgehen. Was kennt der Gesprächspartner für Hotels? Jetzt kann man auch hingehen zu einem Hotel, der schönen guten Tag, wer ist denn bei Ihnen für das Marketing zuständig? Wie kommen denn Ihre Kunden zu Ihnen? Kommen die auch übers Internet? Na ja, klar. Wie wäre es denn für Sie, wenn mehr Gäste kommen übers Internet? Na ja, gut. Super. Wie machen die das dann mit Instagram? Insta was? Super. Ich habe jemanden, der könnte Ihnen da helfen, wenn er spannend. Jetzt sind wir schon halt im Empfehlungstraining. Ich kürze das ab. Ihr merkt, wo ich hin möchte, richtig? Der Elevator Pitch ist also ein Training für die Netzwerkpartner, wie man euch empfehlen kann. Call to Action, das kann eine Wenn-Dann-Schleife sein. Das ist etwas recht Einfaches. Wenn ihr jemanden habt, der dann. Wenn ihr jemanden habt, der von seiner Online-Marketing-Agentur enttäuscht ist, dann gebt mir Bescheid. Mein Name ist René Wittner von Sein Solutions. Wenn ihr jemanden besucht, auf der Terrasse sitzt und da mehr Moos als Wiesen ist, dann gebt mir Bescheid. Ich bin der Steindoktor und mein Team kann so etwas reinigen. Wenn ihr mit jemandem sprecht, der euch zu aggressiv etwas verkaufen wollt, dann sagt ihm, hey, du bist ein Netzwerkgeier, das wird nicht funktionieren. Du kannst lernen, wie es richtig geht, wenn du das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltungen liest. Gibt es gratis auch. Wenn, dann. Beim Zielkunden war ich ein bisschen schnell. Ich trinke da gerade was. Beim Zielkunden war ich ein bisschen schnell, vielleicht noch ein paar Tipps dazu, wie man es macht. Das habe ich ja nur gesagt, man es nicht macht. Dazu nochmal eine neue Seite. Eine Zielscheibe. Eine Zielscheibe, erster Kreis, zweiter Kreis, dritter Kreis, vierter Kreis. Wenn ihr jetzt Bogenschützen seid, wohin schießt ihr oder wohin zielt ihr? In die Mitte oder irgendwo da unten? In die Mitte, oder? Und was jetzt einige Unternehmer, Selbstständige, Vertriebler machen, weil sie sich nicht zutrauen, die Mitte zu treffen, machen sie die Scheibe immer größer. Und das auch noch. Und das würde ich ja auch noch nehmen. Mein Kunde ist alle und alle müssen versichert sein und alle brauchen es. Ja, ist ganz schwierig. Der äußerste Kreis, der erste, zweite, vierte Kreis, was man zumindest haben sollte, und darüber kann sich jeder von euch Gedanken machen, das ist eine Branche. Ich glaube, Chris war das, ne? Christian war das. Du hast gerade gesagt, du machst Energie für den Gewerbebereich. Wieder Beispiel aus meiner eigenen Stromvertriebszeit. Negativbeispiel wohlgemerkt. Ich bin in meinem Unternehmerfrühstück aufgegangen und habe gesagt, Leute, ich mache Stromverträge und ich suche Privatkunden. Und bekam keine Empfehlung. Sie haben mir gesagt, Roman, du musst präziser werden. Ich sage, okay, ganz präzise. Ne? Leute, ich suche eure privaten Freunde, dessen Name mit A beginnt.
Gebt mir eure Andreasse, eure Alexandras, eure Antons. Es gab nichts. Roman, du musst präziser werden. Gebt mir euren fucking linken Nachbarn, der links neben euch wohnt. Egal ob Wohnung oder Haus, ich weiß, der Strom. Hat nicht funktioniert. Hätte ich aber gesagt, ich kann besonders gut da helfen, wo ein hoher Stromverbrauch ist, zum Beispiel in der Gastronomie. Und am liebsten arbeite ich mit Pizzerien zusammen oder auch andere Gastronomien, die von nicht deutschen Mitbürgern betrieben werden, weil ich da besonders guten Platz habe. Mit so etwas kann der Empfehlungsgeber, der euch die Empfehlung gibt, kann der arbeiten, weil es präzise ist. Ich sage immer, wenn es einen Autounfall gibt, wollt ihr lieber einen Zeugen haben oder 10 Zeugen? Wer sagt lieber 10 Zeugen? Eine? Zwei? Wer sagt lieber ein Zeugen? Wer traut sich, sich nicht mehr zu melden? Okay, du kennst das Beispiel. 10 Zeugen widersprechen sich vor Gericht. Wenn du einen Zeugen hast, bist du vor Gericht besser dran. Man muss da mal etwas verkehrt denken. Wenn ich jetzt wieder mich als Beispiel nehme, oder ich frage mal, wie vielen von euch gefällt es bisher? Okay, das ist gut. Das sind recht viele, ja. Wenn ich jetzt sage, super, empfiehlt mein Buch weiter. Und zwar empfiehlt es weiter an alle Rechtsanwälte, die ihr kennt, an alle Steuerberater, an alle Finanzdienstleister. Wer macht jetzt noch irgendetwas zu mich? Wenn ich aber nur um eine einzige Person bitten würde, nur um eine einzige Person, hätte ich eine recht gute Wahrscheinlichkeit, dass ihr sagt, okay, das macht ihr. Wer also zu viel will, bekommt nichts. Der äußerste Kreis. Ist Roman bei euch noch zu hören? Bei mir auch nicht. Roman. Ich glaube, wir müssen mal auf Roman warten jetzt. Wenn ihr so etwas. Jetzt ist er wieder da. Roman, du warst jetzt eine Minute nicht zu verstehen. Die ganze Minute? So ungefähr. Was waren die letzten Worte? Das ist eine, wer zu viel möchte, der kriegt nichts. Okay, super. Dann kam das Positivbeispiel, dass wir eine Branche nennen können und damit dem Dreiklang arbeiten können. Dreiklang bedeutet, ich suche Handwerker, zum Beispiel Fliesenleger, Trockenbauer und Dachdecker. Oder ich suche Hotels, zum Beispiel das Radisson Blue, das Hilton oder das Atlanta Hotel. Ne? So ein Dreiklang ist eine feine Sache. Das kann man gut kombinieren. Wenn ihr euch regelmäßig vorstellt, vielleicht weil ihr mein Unternehmerverband seid, wo es üblich ist, sich jede Woche vorzustellen, könnte man dann also auch in jeder Woche einen anderen Pitch machen. Man könnte in der ersten Woche nach Handwerkern suchen, im zweiten nach Hotels, im dritten nach, ne, was auch immer. Okay, der zweite Kreis. Besser als eine Branche ist eine konkrete Firma. Ich habe es gerade schon gesagt. Am liebsten hätte ich Kontakt zum Radisson Blue Hotel in Leipzig. Noch etwas besser ist die Position, nochmal POS, die Position, und zwar zum technischen oder zum kaufmännischen Betriebsleiter vom Radisson Blue in Leipzig. Noch etwas besser ist der Name. Ich suche den Kontakt zu Max Mustermann. Das ist der betriebswirtschaftliche, kaufmännische Geschäftsführer vom Radisson Blue in Leipzig. Den würde ich gerne kennenlernen. Denn wenn er jetzt nicht wirklich Max Mustermann heißt und einen besonderen Namen hat, dann kann es ja sein, dass einer der Zuhörer den auf die Privatschiene kennt.
Und das Allerbeste, das schreibe ich jetzt mal groß oben drüber, ist der Avatar. Ein Zielkundenavatar. Wie viel von euch ist es geläufig? Zielkundenavatar? Oh, viele. Sehr gut. Der Zielkundenavatar ist eine fiktive Person. Es gibt diesen Menschen nicht. Und trotzdem sucht ihr ihn. Ich verstehe Stellenanzeigen so. Dass, wenn ich Stellenanzeigen lese, wir suchen einen 22-jährigen Ingenieur mit Doktortitel und 10 Jahren Berufserfahrung, kann es gar nicht gehen. Aber was passiert, wenn man den sucht? Es melden sich Menschen, die relativ nah dran sind. Haben wir Online-Data unter uns? Traut sich wieder keiner, jedes Mal. So ist es doch auch. Wenn ich jetzt hinschreibe, ich bin Roman Topp und ich suche eine Frau, im Prinzip egal welche, also Hauptsache Frau, ich nehme alles. Gucken, welche Frau sich darauf meldet. Oder auch nur, wenn ich es in mein Profil reinschreibe, Besuch, Hauptsache alles. Ne? Und ich selbst Frauen anschreiben würde, wird doch keiner sagen, ey, ne? Wenn ich aber ganz konkrete Vorstellungen habe, wenn ich sage, am liebsten deutsch-russische Spätaussiedlerin, weil ich so einen Teil russische Szene habe und sehr gerne spirituell, wenn ich ganz konkret werde, wenn ich ganz viele Sachen beschreibe, ne, Kinderwunsch und zwei Geschwister, wenn ich all so etwas reinschreibe, dann könnte eine Frau sagen, okay, da bin ich nicht wirklich, aber erstens, der weiß, was er will und so, ich komme zu 90% ran, das passt erstmal. Da gibt es Sinn. Und genauso ist es beim Zielkundenavatar. Mein Zielkundenavatar ist ein ITler, der schon in der Uni schon ein bisschen programmiert hat und wollte immer selbstständig werden, hatte schon ein paar Auftragsprogrammierungen, hat sich dann nach der Uni auch selbstständig gemacht. Programmieren läuft alles wunderbar. Er hat seine Kumpels eingestellt, er hat einen Investor, aber irgendwie, es kommen nur wenige Kunden. Er versucht, Kunden übers Internet zu gewinnen, aber es klappt nicht so wirklich. Er weiß aber auch nicht, was er sonst machen sollte. Computer sind seine Welt. Aber so rausgehen auf Veranstaltungen, da traut er sich irgendwie nicht. Ne? Und er überwindet sich dann doch, zur Veranstaltung zu gehen, weil der Investor wird nervös und es müssen immer Kunden reinkommen. Und er steht da in der Ecke und kommt mit den Leuten gar nichts ins Gespräch. Dann tritt er in einen Unternehmerverband mit 3 Buchstaben ein, wo er sich dann jede Woche um 7 Uhr morgens präsentiert und er erzählt, wen er denn haben möchte. Hat da auch schon so ein paar Kennenlerngespräche geführt, kauft andere Sachen, aber noch immer bekommt er keine Empfehlungen. Und er ist schon drauf und dran, dass er austritt. Dann lernt er mich kennen und bemerkt erstmal, dass er kein Zielkundenavatar hat. Und wie er sein Produkt beschrieben hat, nämlich viel zu technisch, da verstehen ihn die anderen nicht. Aber sie sind so glücklich, ihm das zu sagen. Habe ich aber auch nur eine Person, die genauso ist in meinem Kundenkreis? Nein. Wenn ich jetzt euch frage, wie viele von euch kennen jemanden, der so ein bisschen in die Richtung kommt? Nur no, so ein bisschen, okay, ja. Genau. Und so ist dein Zielkundenavatar ganz spezifisch nach etwas gefragt und andere bekommt man. Okay, das zum Thema Zielkunde. Soweit klar? Super. Start, Name, Firmenname, Angebot, Alleinstellungsmerkmal, Nutzen, Zielkunde, Call to Action. Wenn ihr so jemanden kennt, dann erzählt ihm von mir, erzählt mir von dem, überlegt euch doch, was ihr eigentlich wollt. Auch da gibt es nämlich große Unterschiede. Wenn ich zu meiner Lieblingskäterin sage, du, ich habe jemanden, der könnte sich für dich interessieren, dann sagt die, er soll sich verdammt nochmal entscheiden, wenn er einen großen Auftrag hat und sich entschieden hat, ne, dann muss ich gucken, ob ich Zeit für ihn habe. Warum? Weil sie so gut ist. Das ist auch bei vielen Handwerkern der Fall. In anderen Branchen, Immobilienmakler, ne, hier in Dresden, da haben wir einen Käufermarkt. Also alle wollen kaufen, keiner will verkaufen. Wenn ich jetzt zu meinem Makler sage, ich habe jemanden mit einem großen Objekt, der könnte sich davon demnächst einmal trennen wollen, das ist super für meinen Makler, weil der ist auch bereit, entgegenzugehen.
Während andere Branchen sagen, Call to Action, was wollt ihr? Wollt ihr Informationen? Wollt ihr, dass sich eure Empfehlungsgeber mit Namen bei euch melden? Wollt ihr, dass die euch die Türe ein Stück weit öffnen? Wollt ihr, dass eure Empfehlungsgeber euch mit denen persönlich ins Gespräch bringen, dass ihr euch zu betrefft? Das hängt von eurer Branche ab. Wenn es jetzt nur um Stromverträge geht, also du hast gesagt, Energie, vielleicht machst du ja auch Photovoltaik und Großprojekte. Wenn es jetzt Stromverträge sind, dann kann ich ja mal abwarten, ob jetzt, wenn ich 10 oder mehr Stromverträge jede Woche abschließen möchte, ob meine Empfehlungsgeber sich jedes Mal zusammensetzen zu wird. Aber bei einem Großprojekt wie einer Immobilie kann man das durchaus machen. Ja, und am Ende dann noch einmal Name und Motto. Soweit zu dem Standard-Pitch. Ich mache es nochmal in dem Mastermind. Guten Abend, mein Name ist Roman Topp von Topp Consult. Ich habe den Mastermind-Club geschaffen. Das ist ein Praxiskurs für Netzwerke und die, wer es werden wollen. Mit der Besonderheit, dass wir uns auch regelmäßig ein Feedback geben, da wir auch selber so ein kleines Netzwerk sind, was zusammen auf Veranstaltungen geht und sich dort regelmäßig unterstützt. Dies richtet sich an Menschen, die das Netzwerken ernst nehmen und vor allem die Aufträge noch hochskalieren können. Das sind zum Beispiel Finanzdienstleister, Immobilienmakler und Online-Marketing-Experten. Wenn ihr so jemanden kennt, dann verweist ihn auf mein nächstes Webinar. Das ist am nächsten Dienstag um 9 Uhr morgens zu finden auf www.topconsult.de. Wenn Netzwerken, bin Roman Topp, wenn Netzwerken, dann Topp vernetzt. Kleines Wortspiel. Soweit zu dem Klassik-Pitch. Ich würde jetzt übergehen zu besonderen Extras und zu einem galanten Start. An der Stelle, René, bitte mal die Mikros anschalten, falls es noch Fragen gibt. Hat jemand Fragen bis dahin? Sonst würde ich fortfahren. Keine Fragen? Dann können die Mikros ausbleiben. Okay. An der Stelle habe ich euch etwas Visuelles vorbereitet. Es ist immer ganz praktisch, wenn man einen Gedächtnisanker dabei hat. Ein Gedächtnisanker, das ist ein Gegenstand. Ich mache das ganz gerne mit meinem Buch oder mit meinen Büchern. Und hier habe ich jetzt was, ich gehe ein bisschen näher ran. Oh, muss ich mich hinknien? So, Pitch. Ich bin Roman Topp von Topp Consult und ich bin Business Networking Trainer. Es gibt die Nielsen-Studie, auf der gezeigt wird, welchem Vertriebskanal am meisten vertraut wird. Und mit großem Abstand ist das die persönliche Empfehlung. Doch die wenigsten Menschen haben eine Strategie, wie sie zu Empfehlungen kommen. Darüber habe ich 2 Bücher geschrieben. Und es geht in diesen Büchern um die 4 Typen auf Netzwerkveranstaltungen, wie man sich auf Veranstaltungen optimalerweise verhält. Und dazu gibt es ein Umsetzungsseminar, nämlich die Empfehlungsexplosion am 8. November in Dresden. Das ist besonders interessant für Netzwerker aus dem BNI und BVMW. Wenn ihr so jemanden kennt, der in Dresden wohnt, dann teilt den Link www.empfehlungsexplosion.de. Wenn Netzwerken, dann top vernetzt. So. Und durch so etwas, was jetzt total einfach gebaut ist, ne? Das ist jetzt so eine Präsentationsmappe, ich glaube, die habe ich sogar vom Kempinski noch bekommen gehabt, einfach auf alle 4 Seiten was aufkleben, eine Seite, andere Seite festhalten, fallen lassen. Da habe ich sogar Varianten mit noch mehr Zetteln, die sich dann schneckenhausmäßig weiter ausrollen. Tipp am Rande. Der galante Start. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwas anderes zu sagen als guten Abend, guten Morgen auch von mir. Ich bezeichne den Start als Power Pitch.
Und einen Power-Pitch, den können wir auch im freien Netzwerk machen. Wie ich es im Buch 2016 veröffentlicht, beschrieben habe, so mache ich das heute nicht mehr so ganz. Ich habe damals den Elevator-Pitch als Universalwerkzeug dargestellt. Ist er auch, aber man muss ihn auch gekonnt einsetzen. Und dass ihr jetzt zu jemandem hingeht, der schönen guten Tag, was machen Sie? Rechtsanwalt und Sie? Es gibt zwei Arten von Netzwerkern. Die einen bekommen Visitenkarten, die anderen viele Empfehlungen. Mein Name ist Roman Topfer-Topfkanwalt. Ich habe den. Das ist zu viel. Das wirkt unauthentisch. Und deswegen wäre in freien Netzwerken die Möglichkeit, dort einen Dialog aufzubauen. Etwas zu sagen wie, was machen Sie? Man nennt mich den Empfehlungsmillionär. Ja. Ich bin Roman Topp von der Firma Topp Consult. Ich bin Networking-Trainer und habe schon 500 Unternehmern gezeigt, wie sie über Empfehlungen Kunden bekommen, was zum Umsatz von mehreren Millionen Euro geführt hat. Oder, was machen Sie? Ich bin der EDV-Verhinderer. Was? EDV steht für Einbruch, Diebstahl, Vandalismus. Mein Name ist Marc Wolf von der Firma Zupos. Wir bauen Alarmanlagen, Böllen, Böllen, Böllen. Ein Power-Pitch sollte so 5 bis 10 Sekunden sein und etwas, was man nicht erwartet. Mit diesen 5 bis 10 Sekunden holt ihr euch die Aufmerksamkeit, um dort weitere 30 bis 60 Sekunden euren Elevator-Pitch abzuspulen. Und das Ziel des Elevator-Pitches ist, dass jemand sagt, spannend, erzählen Sie mir mehr. Und dann kommt ihr ins Storytelling. Wie kam ihr zu eurem Job? Eine Referenz? Mit welchen Kunden arbeitet ihr zusammen? Wenn mich jetzt aufgrund meines Elevator-Pitches jemand fragt, ja, wie würde ich mir das vorstellen? Könnte ich sagen, ja, zum Beispiel gibt es den Carsten, der ist ein erfolgreicher Unternehmer aus München und er ist der Liebe wegen nach Bremen gezogen, hat dort aber kein Netzwerk. Und weil er nicht immer nach München zu seinen Kunden fahren wollte, hat er mich für 2 Tage zum Consulting nach Bremen geholt. Ich habe ihm gezeigt, wie er sich ein Netzwerk vor Ort aufbaut, eine strategische Allianz mit den für ihn besten Partnern. Und da kam jetzt im September eine Dankes-E-Mail. Roman, danke, ich habe alles, was du mir gezeigt hast, umgesetzt und damit 75.000 Euro verdient. Und solche Dinge mache ich in meinen Beratungen. Das war jetzt die Kurzform von einem Storytelling. Also diese 3 Stufen, Power-Pitch, Elevator-Pitch, Storytelling. Ein Power-Pitch, ein galanter Start. Da gebe ich euch einige Möglichkeiten. Das erste, das wäre eine Metapher. Eine Metapher ist Empfehlungsmillionär, Steindoktor, EDV-Verhinderer. Das sind Wörter, die findet man so erstmal nicht im Lexikon. Ich bin der Robin Hood der Finanzindustrie. Oder ich bin der Robin Hood des Strommarktes. Ich nehme das Geld von den reichen Energiekonzernen und gebe es den kleinen Menschen zurück, damit sie mehr Geld haben, womit sie Geld verdienen. Das wären jetzt Metaphern. Eine gute Metapher ist etwas entliehen, was jeder kennt. Jemand aus Funk und Fernsehen. Oder jemand aus der Geschichte. Die zweite Möglichkeit, das wäre ein Zitat. Es gibt die echten Zitate. Bill Gates sagte einst, künftig wird es nur noch 3 Arten von Geschäften geben. Empfehlungsgeschäfte, Online-Geschäfte und die, die es gar nicht mehr gibt, weil sie den Trend versäumt haben. Ich bin Roman Topp, Empfehlungstrainer und das ist René Büttner, Experte für Online-Marketing und zusammen sind wir. Das ist ein echtes Zitat. Netzwerke schaden nur dem, der keiner hat. Ich bin Roman Topp, Networking-Trainer und ich bitte. Echtes Zitat. Viel witziger finde ich die falschen Zitate. Also Zitate, die gar nicht stimmen können.
Glaubt nicht alles, was im Internet steht, sagte bereits Leonardo da Vinci. Mein Name ist Daniel Wittner von Sein Solutions und dauert ein bisschen, ne? Da Vinci ist schon ein bisschen älter. Der ist die Zeit tot. Oder, dass man Zitate in einen Mund legt von jemandem anderen. Jemand, der es so gar nicht gesagt haben kann. Ein weiser Philosoph sagte eins, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Hans Beckenbauer. Sicherlich kein Philosoph. Oder, dass man Dinge aus dem Volksmund entnimmt. Sprüche, die jeder schon tausendmal gehört hat, nur nicht in dem Kontext. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wir vom Bestattungsunternehmen Mustermann haben damit zum Glück noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Wenn Sie auch die Bibel ist eine Fundgrube für Zitate, die man auch etwas wegentfernen kann. Im 7. Gebot heißt es, du sollst nicht beneiden deines Nächsten Heim, Haus, Weib und Vieh. Doch jemanden, um seine Online-Sichtbarkeit zu erweitern, das ist vollkommen bibelkonform. Ich bin René Wittner von Sein Solutions und ich zeige meinen Kunden, wie sie in YouTube. Ja, das wären Zitate. Mache ich sehr gerne so etwas. Ist auch immer mit dem Lachen verbunden. Ne? Wenn man am Anfang die Lache auf der Seite hat, hat man auch die Aufmerksamkeit. Was haben wir noch? Was ich sehr gerne mache, ist Fragen stellen. Wie viele von euch gehen gerne auf Netzwerkveranstaltungen? Kann ich mal sehen, bitte? Okay, danke. Und wie viele von euch hätten gerne mehr Empfehlungen? Kann ich mal sehen, bitte? Fantastisch, danke. Ich bin Roman Top, Business Networking Trainer und ich zeige in meinem Buch Top Vernetzt, wie man... Wenn die Leute ihr Ärmchen heben, sind sie voll dabei und geben euch die volle Aufmerksamkeit. Gut ist immer, wenn es zwei Fragen sind, idealerweise auch Fragen, die sich gegenseitig ergänzen. Wie viele von euch haben sich schon einmal über die Stromrechnung geärgert? Okay, danke. Und wie viele und wer von euch sagt, boah, ich habe schon den besten Tarif? Okay, danke. Diese Beispiele sind jetzt ein bisschen mit dem in den Raum verkaufen verbunden. Also seht das bitte in Relation. Wir wollen ja eben nicht die direkten Zuhörer zu Kunden machen und deswegen da ein bisschen sensitiv sein. Ja, das mit den Fragen ist eine feine Sache. Was man auch machen kann, geht in eine ähnliche Richtung, ist ein Problem in den Raum stellen. Ein Problem in den Raum stellen, wo keiner leugnen kann, dass das ein Fakt ist. Fakt ist, die Energiekreise steigen immer weiter an. Kennt ihr das? Und im nächsten Jahr werden dank der Greta-Steuern die Energiepreise schon wieder höher. Kennt ihr das? Ich bin der Christian und biete eine Lösung, indem ich... Viele Menschen sind im Netz unterwegs, aber nur wenige sind wirklich sichtbar. Kennt ihr das? Ich muss immer dieselben Beispiele nennen. Lass uns an der Stelle doch noch mal für eine Minute den Ton anmachen, dass ich immer so ein paar Sachen über die anderen sagt. Dann kann ich auch euch mal als Beispiel nehmen, vorausgesetzt, ihr wollt das. René, Ton? Ja. Stefan. Jetzt an, wenn jemand was sagen möchte. Lutz, was machst du denn so? Was mache ich denn so? Ich habe parallel mal eben so ein bisschen geschrieben und habe versucht, das gleich mal umzusetzen, was der Roman so gesagt hat. Und habe mir mal eben einen kleinen neuen Pitch zusammengeschrieben. Die Frage ist jetzt recht kurz gehalten meinerseits, was eure Branchen sind, dass ich euch als Beispiel nehmen könnte. Deine Branche, Lutz? Ich bin Experte für Begeisterung im Business.
Da geht's schon los. Das wäre jetzt für mich noch keine Schublade. Okay, aber das ist ein Power-Pitch. Das passt. Was ist dein Angebot jetzt? Ich kann ja mal gerade, was ich mir eben aufgeschrieben habe hier. Das war das als Beispiel mal nehmen. Ist das okay? Ja. Ja, klar. Weiß nicht, wie das in Facebook rüberkommt, aber wir können es mal. Ja. Wir probieren es mal. Unmotivierte Mitarbeiter sind echt anstrengend und kosten Unternehmen irre viel Zeit. Mein Name ist Lutz Kadereit und mit meinem Team mache ich für Unternehmen sichtbar, in welchen Bereichen ihre Mitarbeiter wirklich leistungsstark sein können und dabei auch dauerhaft Spaß haben. Wir fokussieren uns dabei auf die Emotionen der Mitarbeiter, da nur über Emotionen intrinsische Motivation und große Leistungsfähigkeit im Gehirn entstehen. Das Ergebnis sind zufriedene Mitarbeiter, die ohne Druck Top-Ergebnisse erzielen und gleichzeitig gehen die Kosten für Abwesenheit, Fluktuation und Qualitätsmängel deutlich runter. Wenn Sie eigentümergeführte Mittelständler kennen, für die das interessant sein kann, dann freue ich mich, wenn Sie mich dort empfehlen. Mein Name ist Lutz Kadereit, Experte für Begeisterung im Business. Profi. Mir sehr, sehr gut gefallen mit einer Sache, die ich zum Nachdenken anregen möchte. Was du gemacht hast, bezeichne ich als einen Zirkelschluss. Zirkelschluss ist, wenn sich die Katze in den Schwanz beißt. Ja. Das wodurch? Networking-Trainer und suche Netzwerker. Ich bin Malermeister und suche Menschen, die Wände gemalert haben möchte. Ich bin Mitarbeiterbegeisterer und suche Chefs, die begeisterte Mitarbeiter wollen. An dieser Stelle ist bei vielen Unternehmen, die ich kenne, da könnte ich noch nicht sofort einhaken. Wenn du jetzt sagen würdest, meiner Erfahrung nach sind zum Beispiel in Hotels die Mitarbeiter unmotiviert, dann wüsste ich, was ich tun sollte. Das wäre so der eine Punkt, wo es nach meinem persönlichen Empfinden noch ein bisschen schärfer werden darf. Okay. Aber ist auch immer nur eine Meinung. Das Seminar beginnt mit, sei keine Kopie und kann jeder anders sehen. Okay, danke dir. Möchte noch jemand? Gerne. Bitte. Ja, ich bin der Checker. Wer von euch hat denn alles einen Stromtarif zu Hause? Bitte mal die Hand heben. Super, Hände funktionieren, alles klar. Ich optimiere Strom- und Gastarife. Das heißt, ich gucke einmal über eure Abrechnung rüber. Ich unterlege das dann mit einer Tarifanalyse. Da seht ihr dann schwarz auf weiß, was ihr im Vergleich zu vorher einsparen könnt pro Jahr. Ich übernehme dann anschließend auch noch für euch den ganzen Wechsel. Das heißt, die Abmeldung und die Anmeldung des neuen Energieversorgers. Und ich übernehme das auch in den kommenden Jahren. Das heißt, ihr habt mit dem Thema gar nichts mehr zu tun. Und ich informiere euch einmal im Jahr, immer vorher, wie die aktuelle wirtschaftliche Energielage am Markt sich darstellt. Und in einem persönlichen Gespräch entscheiden wir, ob wir nochmal einen weiteren Wechsel machen, sofern sich das wirtschaftlich für euch positiv darstellt. Ja, mein Name ist Christian Buhr von der Emorex. Wir regeln das. Okay, danke Christian. Du hast dich jetzt dafür entschieden, die Teilnehmer direkt zu adressieren. Kannst du machen, du kannst damit deine Erfahrungen machen. Ich persönlich, für mich, hat das nicht funktioniert. Du das sehr einfach und charmant umschiffen kannst, indem du eine dritte Person direkt ansprichst und damit indirekt dann doch die Zuhörer. Wenn ich sage, dass ich mich an Netzwerker richte, habe ich damit auch euch angesprochen, aber ich habe nicht gesagt. Und es nimmt ein bisschen den Druck raus. Man kann an der Stelle vielleicht schon mal etwas vom Storytelling vorweggreifen. Nicht irreführen lassen ist jetzt schon ein anderes Thema. Es ist jetzt noch weiterführendes. Fakt ist, die Energiepreise, die werden immer höher. Max Mustermann hat das auch erkannt. Und damit
sein Strom günstiger wird, hat er über ein Online-Vergleichsportal sich einen Mobilanbieter ausgesucht. Er hat sich gefreut, dass es günstiger wird, doch nach einem Jahr hat er bemerkt, das ist viel teurer als erwartet. Denn ein Laie versteht das ganze Kleingedruckte in den Verträgen nicht. Ich bin Christian Buhr und bin das Online-Vergleichsportal für Stromverträge auf zwei Beinen. Ich kombiniere den Vorteil von einem unabhängigen Vergleichsportal mit der Fachkompetenz eines Steuerberaters. Ich richte mein Angebot an, jetzt kommt's, alleinerziehende Mütter, die sich mit Online-Vergleichsportalen nicht auskennen und suche dort einen solchen optimalen Termin heraus. Wenn ihr eine alleinerziehende Mutter kennt, wo das Geld nicht ganz so lange reicht wie der Monat, wäre ich froh, dort helfen zu dürfen. Wenn du so etwas machst, dann ist es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, du, ich bin jetzt keine alleinerziehende Mutter, aber irgendwie, wenn jetzt mein Stromvertrag günstiger wird und ich mich da nicht mit AGBs rumärgern muss, kann ich das auch machen? Und das ist dieses, du hast die Zielscheibe auf die Mitte, ne, zielst du, aber du trittst außen rum. Wie fühlt sich das für dich an? Ich fühle mich getroffen. Alles klar. Danke. Gerne. Jo, möchte noch jemand? Roswitha. Fakt ist, viele ältere Menschen sind heutzutage einsam und von der Gesellschaft vernachlässigt. Ich bin Roswitha Ude, die Mutmacherin für Frauen 62 plus. Ich helfe ihnen, ihre Einsamkeit zu überwinden und Teil der Gesellschaft zu sein, indem ich sie befähige, in die digitale Welt mitzukommen, sie im Smartphone-Umgang befähige und so weiter. Wenn du Enkel oder Kind von älteren Menschen bist, von deiner Oma mitnehmen möchtest in die digitale Welt, dann stelle den Kontakt her zu mir. Ich bin Roswitha Ude, die Mutmacherin für Frauen 62 plus. Auch das hat mir jetzt mega gut gefallen. USP, würde ich sagen, ist jetzt für dich auch nicht relevant, weil da kenne ich jetzt in meinem Umfeld niemanden, der das sonst macht. Angebot war klar, Nutzen war klar, Zielkunde ist klar. Ja, für mich war alles drin, hat mir super gefallen. In welcher Stadt bist du ansässig, Roswitha? In Berlin. In Berlin, fantastisch. Aber ich helfe eben auch online, ne? Okay. Im deutschsprachigen Raum. Ich habe ein Beispiel, was vielleicht für alle relevant sein könnte, wenn man das jetzt auf eure Situation umwandelt. Es geht um strategische Allianzen. Hat jetzt die Gefahr, ein bisschen makaber zu sein? Ich meine, es wirklich sachlich nüchtern. Ich bin Autist, also ne, bitte nicht zwischen die Zeilen interpretieren. Ansonsten ist es Halloween, wenn man sowas sagen dürfte, dann heute. Wahre Begebenheit vor zwei Jahren ist in meinem Unternehmerfrühstück, war ich zusammen mit Marion. Marion ist weltliche Trauerrednerin. Dass die also Grabreden hält für nicht konfessionell gebundene Menschen. Und sie hat dann eben ein ganzes Jahr lang dann immer einen Auszug, ne, 55 Sekunden Auszug aus der Trauerrede erzählt, um dann mit 5 Sekunden ihren Call to Action, dass sie verstorben ist. Und spätestens dann war ich satt, auch um 7 Uhr morgens. Also das ist sehr eloquent. Sie hat das sehr gut gemacht. Und trotzdem hat sie da nie Empfehlungen bekommen. Und bin ich zu ihr hin und sage, Marion, du hast ein super Angebot, aber eine Herausforderung, du suchst Verstorbene. Wir alle, wir kennen mehr Lebendige als Tote.
Und jetzt kommen wir zu dir. Wenn ich du wäre, Marion, würde ich das ganz anders machen. Ich würde so eine Art Seniorencafé, Hinterbliebenencafé, ich würde so eine Art Stammtisch errichten, wo ich mich dann das bieten würde, was deine Zielgruppe, was Senioren interessiert. Ne? So ab 60, ab 70 sei es drum. Und das heißt eben nicht darauf zu warten, dass es bei einem von denen soweit ist, sondern Zielgruppe kennt Zielgruppe. Handwerker kennen Handwerker, Ärzte kennen Ärzte. Senioren kennen Senioren. Und wenn du dich jetzt zusammentust, Marion, mit einer strategischen Allianz, mit anderen Menschen, die an derselben Zielgruppe ein Interesse haben, dann könnt ihr das richtig groß machen. Ne? Dann bist du jemanden, der den Leuten das Handy erklärt, eine E-Mail erklärt. Dann nimmst du jemanden, der Busreisen macht ins Elbsandsteingebirge. Dann nimmst du jemanden von Weber, ne, besser jemand, der es seriös macht, als einer mit Heizdecken. Und dann tut ihr euch dort zusammen und ja, macht dann da eben Veranstaltungen, Ostalgie, hier ist der Dresden, macht da Ostalgie mit denen, was auch immer die Menschen interessiert. Und ja, wenn es dann eben nochmal so weit sein sollte, bei jemandem, den die Menschen kennen aus eurer Community, weiß man, weil du das jedes Mal moderierst, dass man sich an dich als Rednerin wenden kann. Und so kannst du dir eine eigene Community aufbauen, Marion, sagte ich vor 2 Jahren, ne, wo du einfach nur Kontakt hast zu den Leuten und dann darüber zu deinen Kunden kommst. Jetzt mal von dir zum Christian. Ich habe am, wann ist das denn? Ich glaube, 11.11. den Expertendiskurs. www.expertendiskurs.de rund ums Haus. Dass ich dort Dienstleister eingeladen habe, die alle etwas für ein Familienhäuser zu bieten haben. Das könnte René sein mit der Steinreinigung, das könntest du sein mit den Stromverträgen, das könnte jemand sein mit Wasserfiltrierung. Und so, jeder hat Kontakt zur Zielgruppe und jeder will mehr von der Zielgruppe. Und so etwas, das kann jeder von euch aufbauen. Ne? Auch du. Ist übrigens beschrieben, Seite 124, strategische Allianz, wie sie aus einem Kunden 5 machen. Allerdings da nicht am Beispiel Senioren. Ich habe die Marion erst ein Jahr später kennengelernt. Da ist es, ich glaube, Existenzgründer als Beispiel. Ne? Aber das ist auch ein ganz wichtiger Tipp für euch, wie ihr euch ein Netzwerk mit den für euch richtigen Leuten aufbaut. Gut, also danke, Pitch war super und diesen Tipps gab es jetzt nochmal dazu. René, wir haben jetzt 20 Möchte noch jemand von euch? Die anderen üben noch. Ist hier noch was in Facebook? Susanne Müller, hihi, die Stimme kenne ich doch, liebe Roswitha. Susanne Müller lässt dich grüßen. Gut. Okay, Joa, wenn es dann eben das soweit war für den Moment, dann würde ich auflösen, wo es dieses Buch gibt. Interessiert sich jemand dafür, wenn es das gratis gibt für 5 Euro Versandkostenpauschale? Fantastisch, total kreative Domain, Netzwerken. Netzwerken.net, Netzwerken.net. Und dort gibt es das Praxishandbuch, Netzwerkveranstaltungen gratis. Gegen 5,80 € oder so Versandkostenpauschale mit viel Liebe von meiner Sekretärin eingepackt und zu euch nach Berlin, nach wo auch immer, rübergeschickt. Es gibt als ergänzendes Angebot das Hörbuch dazu, hatte ich mal als Bild gerade, für diejenigen, die sagen, jawohl, lesen ist eine feine Sache, aber irgendwie komme ich nicht zu. Ich habe einen Stapel voller Bücher. Gibt es das 4-CD-Set in der Download-Variante für, was sind das dann? Also statt 89 irgendwie 27 oder so. Ne, das sind die Sachen, wenn es euch interessiert, herzlich gerne zugreifen. Ansonsten das Umsetzungsseminar, Empfehlungsexplosion. Das könnt ihr einmal in YouTube eingeben, Empfehlungsexplosion, findet am 8.
November, das ist nächste Woche Freitag, hier in Dresden statt. In Berlin überlegen wir, ob wir es dort anbieten. Ich mache hier kein Teleshopping, aber nur heute, aber nur jetzt und nur die ersten drei. Weil wahrscheinlich ist es eh außer Reichweite für euch, dass ihr es nur mal gehört habt. Gut. Fragen, Anregungen, Kritik? Vielen Dank, Roman. Also vielen Dank für deinen Input. War wieder sehr, sehr, sehr schön. Das Schöne bei diesem Umsetzungsseminar, bei der Empfehlungsexplosion, was ich ja auch jedem empfehlen würde, ist, dass man hier bei diesem Power-Pitch jeden einzelnen Punkt bearbeitet und dann auch gleich Übungen vor Ort, Simulationen, wo man das seinem Partner gleich präsentiert. Und da kommt man sehr viel in Aktion und überlegt sehr viel. Also diese Empfehlungsexplosion kann ich jedem empfehlen. Ich habe das schon zweimal gemacht. Man trifft auch immer wieder viele Leute, die auch wirklich netzwerken wollen. Und wir werden es bestimmt nach Berlin bringen, entweder im Dezember oder ein bisschen später. Für alle, die da weiter informiert bleiben wollen, die können gerne bei uns in der Gruppe sein Unternehmernetzwerk. Kann man ja bei Facebook mal suchen und mal eine Anfrage stellen. Dann lade ich euch da gerne ein. Da gibt es dann weitere Informationen. Ihr könnt auch gerne mit mir unter Kontakt aufnehmen. Das geht ja auch. Die Facebook, die anderen sehen. Vielleicht Interesse habt, in unserem Unternehmernetzwerk dabei zu sein, dann können wir mal darüber sprechen. Ansonsten ist die Webseite sein.solutions, wo man sich da schon mal Informationen holen kann. Also vielen Dank, Roman. Und wenn keine Fragen sind, dann würde ich das jetzt hier beenden. Oder ihr habt noch eine letzte Frage an Roman. Genau. Wer mich mit mir in Kontakt bleiben möchte, kann mich gerne über Xing oder Facebook adden. Idealerweise jetzt, weil dann weiß ich noch, woher ihr mich kennt. Ansonsten muss ich immer fragen. Und ja, seid ihr auch zu eingeladen. An der Stelle auch vielen Dank für die Facebook-Zuschauer. Ich hoffe, dass ihr die Fragen verstehen konntet, die über Zoom gestellt wurden. An der Stelle mache ich das Facebook aus, sage Danke und Tschüss. Yep. Wer von euch noch mal eine Aufzeichnung gesehen haben möchte, ich weiß nicht, was René mit seiner Aufzeichnung macht. Also, auf dieser Stelle erstmal hallo zum Facebook-Live-Video. So, kann auf meinem Facebook-Account Roman Top das sich alles noch mal anschauen. Ja, ansonsten zurück zu dem, was René sagte. Ja, wenn ihr Fragen habt, irgendwas, herzlich gerne. Also, ich stoppe das jetzt hier auch mal.